Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen, einen wunderschönen wünsche ich euch. Wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, bin ich nicht der Retro-Gaming-Panda. Der lässt es sich nämlich gerade so ein bisschen gut gehen. Aber keine Sorge, ich habe natürlich nicht vor, seinen Kanal zu übernehmen. Der gute Panda, der wird wiederkommen. Nein, er hat mich gefragt, ob ich für ihn einspringen kann. Und ich darf mich da auch erstmal ein wenig vorstellen. Das werde ich jetzt auch direkt machen. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin der Kurujin. Ich mache quasi einen ähnlichen Content wie der gute Retro Gaming Panda beziehungsweise Retro Reviews seit einiger Zeit. Und ich habe da mega Spaß dran. Der gute Panda, der weiß natürlich auch, dass ich sehr viel von seinem Quält-sich-Format halte und ich auch mal erwähnt habe, dass ich Bock drauf habe, sowas auch mal selber zu machen. Und da ist er auf mich zugekommen, hat mich gefragt, yo, willst du für mich einspringen? Ich brauche was zum Quälen. Spiel kannst du dir aussuchen. So, und da ich ein riesen Fan von der ersten PlayStation bin und ich auch weiß, dass es da auch sehr, sehr geile Spiele gibt, aber ich weiß, dass es da eben auch sehr, sehr, ja, müllige Spiele gibt, habe ich meine Sammlung durchforstet und habe da tatsächlich ein Spiel gefunden, was ein recht gutes Potenzial für diese Serie hat, meiner Meinung nach, nämlich Fate to Black. Ja, das ist quasi, so sagt man, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das auch wirklich so ist, aber man sagt, es ist ein Sequel-Nachfolger zu Flashback. Und das fand ich damals schon, ja, ich sag's mal, nicht gut. Ich hab's gehasst. Ja. Und Fate to Black hatte ich tatsächlich auch in meiner Jugend mal gespielt und ich habe es nicht sehr gut in Erinnerung. Ja, ich weiß davon natürlich heute nichts mehr. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Und deswegen, ja, ich starte mal einfach mal rein. Level 1. Ich werde auch nicht speichern oder so, sondern ich werde mich einfach mit euch zusammen ein paar Minuten in diesem Spiel rumquälen. So, wer sich so ein bisschen wundert über die Einblendung, ich spiele über eine echte PlayStation 1. Über einen Upscaler, ne, und der Upscaler, der, ja, weil das Spiel so ein bisschen komisch ist mit seinen Bildschirmen und Videos und hast du nicht gesehen, ja, springt er da mit dem Signal halt so ein bisschen hin und her. Und ja, man sieht es schon, ne. Okay, immerhin hat es eine deutsche Sprachausgabe. Das ist für die Zeit natürlich auch nicht selbstverständlich gewesen. Obwohl es da schon so einige gibt, ne. So, man sieht, es ist eine Panzersteuerung. Man kann sich ducken. Oh Gott, was ist denn mit der Kamera los? Ich hoffe, ich kann das einigermaßen gut rüberbringen, wie der gute Panda das macht. Was ist das denn, ey? Was ist denn das für ein Sidestep? Sieht aus, als ob der da gerade ein Tänzchen aufführen will. Ach nee, ich soll mich ja hier quälen. Ich darf ja gar keinen Spaß haben. Ja, so, gucken wir mal. Ja, Panzersteuerung. Ah! Achso, wie schieße ich denn überhaupt? Achso. Auf 4 kann man ziehen und schießen. Ja, komm doch. Alter Schwede. Ich bin kaum aus der Tür raus. Schon habe ich meine ersten Hits kassiert. Weil mich diese Drohne sofort ins Visier genommen hat und angeballert hat. Ja, das ist übrigens die PAL-Version. Ne? Deswegen, es läuft nicht auf 60 Hertz, sondern auf 50 Hertz. Deswegen werde ich jetzt mal nicht zur Framerate sagen. Aber die wird wahrscheinlich in der US-Version kaum besser sein. Die Steuerung, die ist ja schon mal relativ intuitiv. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso beim Nachladen auf R1 die Kamera so komisch wird. Beim Ducken genauso. Mit den Schultertasten L1 und R2 kann man halt so strafen. Ja, eine analoge Steuerung mit dem rechten Stick gibt es nicht, mit dem linken auch nicht. Toll. Und grafisch gibt es selbst auf der PlayStation 1 auch noch bessere Spiele. Wann kam das überhaupt raus? Ich glaube 95 oder so. Selbst da gab es schon, also relativ zur Anfangszeit, zur PS1. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ich meine, ich hätte 95 gelesen gehabt. Achso, wenn man X gedrückt hat, dann rennt er auch noch. Als hätte er die Butze voll. Wie komme ich denn jetzt hier weiter?
Gott, ey. Also die. Ich meine, die Steuerung, die ist relativ flüssig. Aber irgendwie so Panzersteuerung bei solchen Spielen finde ich ehrlich gesagt, ja, einfach. Ich komme damit relativ okay klar. Ah, okay, ich muss dann rennen und. Das muss ein Doof auch gesagt werden. Ja, danke schön. Also versuchen wir direkt nochmal. Es ist nicht gut durchdacht, finde ich. Jetzt wenigstens so einen Indikator geben müssen. So ein bisschen, ja, quasi wie so eine kleine Cutscene. Ich meine, guckt euch das mal an da hinten. Das ist doch stockfinster. Wer soll denn da sehen, dass sich da eine Tür öffnet? Wer soll das denn erkennen? Bin ich Superman oder was? Jetzt reicht wahrscheinlich die Zeit nicht, oder? Ah, doch. Ja, gerade so. Ich wurde fast in der Tür eingequetscht. Also Leute, das geht besser. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe direkt wieder einen Hit kassiert. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, irgendwie zu zielen. Ist das Ding jetzt überhaupt kaputt? Ja, ist kaputt. Oh Gott, da gibt es auch noch einen Mix aus... Ich habe dich doch gerade kaputt gemacht! Was denn jetzt? Macht der mir jetzt die Schranke auf, oder? Nee, ich muss ihm die Schranke aufmachen, oder? Muss ich jetzt hier draufstellen. Da gibt es auch noch so einen Mix aus dieser... Resident Evil-Ansicht, ja, und Third Person. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und was passiert jetzt? Ja, hallo. Da wären wir wieder. Okay, das ist scheinbar wie so ein kleines Rätsel. Also, Rätsel schön und gut, aber intuitiv ist was anderes. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Ja, so geht es schon mal nicht. So, aber ich warte jetzt hier, bis der rauskommt. Da muss ich losrennen. Wenn dieser kleine Panzer da auf der Schaltfläche ist, dann muss ich losrennen. Jetzt. Alles klar. So ein bisschen überlegen muss man halt schon, ne? Aber da... Ja, was denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Kann ich irgendwie nach oben zielen? Das ist doch bestimmt oben irgendwie. Ich bin tot. Halt mir mal fest. Ich kann den rechten Stick nicht nutzen, um irgendwie nach oben oder unten zu zielen. Ich kann geradeaus zielen. Von daher gehe ich mal davon aus, es gibt eine Art Auto-Aim. Ich kann strafen. Aber ich kann eben nicht nach oben oder unten zielen. Das Geschoss kam definitiv von oben. Wie zum Teufel soll ich das machen? Was? Wie? Entwickler! Was habt ihr gesoffen? Damit euch sowas einfällt. Ja, direkt wieder den Hit kassiert. Komm, jetzt mach ich das hier im Schnelldurchlauf. Scheiß auf alles. Ich will das Video natürlich auch nicht zu lang machen. Es sind jetzt schon 8 Minuten durch die Laberei am Anfang. So. Da wären wir schon mal. Ich habe die Kanone von dem Panzerwagen jetzt nicht kaputt gemacht. Das ist mir von daher jetzt egal. Das heißt, ich muss das Ding hier nicht kaputt machen, sondern ich muss durchrennen, ja. Und nehme Schaden. Und währenddessen kommt noch ein Alien, was mich töten will. Gott, geh aus dieser Sicht raus. Ach, diese Kanone war das. Wieso hat er die denn eben nicht anvisiert? Wenn das eine Kanone ist. Durch diesen Arzt, erkennst du kaum, dass das eine Kanone sein soll. Ich habe irgendwie aus der Entfernung gedacht, das wäre ein Schalter oder sowas. Einen Versuch mache ich noch. Einen habe ich noch. Ott. Das demotiviert jetzt schon. Ich weiß, ich lache darüber, aber nur weil das so arg lächerlich ist. Wie schlecht das einfach ist. Eigentlich ist es traurig. Selbst zu dieser Zeit, selbst zur Anfangszeit, gibt es bedeutend bessere Spiele. Jetzt hat die Zeit auf einmal nicht gereicht. Was soll das? Bin ich zu doof oder ist das Spiel einfach scheiße? Ich glaube, das Zweite.
Auch witzig, wenn du den Rennknopf loslässt und du weiter steuerst, rennt er weiter. Was sollen wir denn da vernünftig anhalten? Lauf. Ist die Butze voll, wa? Deswegen läufst du so komisch. Was ist los? Ah! Rakete. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bewege ich mich extra nach vorne. Mach das kaputt, das Ding! Es geht nicht kaputt. Ihr habt's gesehen, ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Jetzt haben wir über 10 Minuten. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Gott. Ja komm, ich habe ja auch ein bisschen Zeit verplempert mit meiner Vorstellung. Das, und so mit dem Labern am Anfang. Ich mache jetzt wirklich noch einen letzten Versuch. Ja. Und dann aber ganz ehrlich, ist ich versuche ja echt immer. Okay, das ist auch so schwammig, die hier zu zielen. Ich versuche ja immer irgendwie so ein bisschen was Gutes in den Spielen zu sehen, aber das Spiel, das demotiviert mich jetzt direkt von der ersten Minute an. Das finde ich ja ganz okay, dass man hier so ein bisschen überlegen muss. Wie kriege ich das jetzt da durch? Das ist ja soweit okay. Jetzt mache ich einfach mal. Ich renne da tatsächlich hin. Ne. Komische Alien, das kann ich umnieten. Ja, schön. Ich habe da irgendwas abgeschossen und das Ding feuert trotzdem noch weiter. Ne, Leute, also. Meine Erinnerungen haben mich da nicht getrügt. Ja. Das Spiel ist crap. Das Spiel. Ganz ehrlich, wie dumm ist das eigentlich, ja? Du nimmst quasi kontinuierlich Schaden. Kannst dem kaum richtig ausweichen. Du hast noch nicht mal eine Ausweichrolle oder sowas. Sondern nur diese Tanzschritt-Strafes, um irgendwie seitlich dich zu bewegen. Also, nee, das dieses Spiel kann ich keinem empfehlen und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich glaube, das war für euch wie auch für mich jetzt Qual genug. Das Video geht ja auch schon lang genug. Fast 13 Minuten jetzt. Holla die Waldfee. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dieses schöne Ersatzvideo. Und ich wünsche euch noch einen restlichen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, zu welcher Zeit ihr euch das anschaut. Bis dahin. Ciao, ciao.